Einen wunderschönen guten Tag aus dem Hause PPC. Heute wird es groß, richtig groß. Yamaha CLP 795 GP. Viel Spaß! Yamaha CLP 795 GP, keiner Zungenbrecher, aber wir haben ihn endlich da und das muss ich leider von vornherein sagen, es ist unfassbar, was Yamaha hier in dieses, in Anführungsstriche, kleine Gehäuse reingekriegt hat. An Sound, an Tastatur, an Pedal, an Funktionen. Hier ist quasi alles mit dabei, was man sich so vorstellen kann. Und das tatsächlich alles vom Feinsten. Was das genau ist, damit fangen wir einfach mal an. Und zwar die Tastatur. Wir haben hier die Grand Touch Tastatur drin mit 88 differenziert gewichteten Tasten. Das heißt also, jede einzelne Taste ist differenziert von der anderen gewichtet. Und so haben wir in der linken einen etwas schwereren Anschlag und in den Höhen einen etwas leichteren Anschlag, was einfach diese Echtheit zu einem richtigen Flügel nochmal darbieten soll. Und wir haben hier auch, wie bei dem, was hinter mir steht, das CLP 785, vorne in den Tasten kleine Gegengewichte drin, damit es sich nochmal realistischer anfühlt. Realistisch ist hier auch tatsächlich auch nochmal so ein Thema, und zwar haben wir hier unten im Pedal die sogenannte GP Responsive Dämpferpedal eingebaut, was auch nochmal so ein bisschen dieses Feeling vom Flügel widerspiegeln soll. Das heißt, da ist nicht nur einfach nur eine Feder drin, sondern es fühlt sich tatsächlich alles sehr, 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 sehr smooth an und spielt sich einfach wirklich fantastisch im Zusammenhang mit der Tastatur. Wir haben hier natürlich auch die CFX, die Bösendorfer Klänge mit drin vom neuesten Stand, und wir haben hier auch wieder das sogenannte binaurale Sample mit drin. Das heißt also, wenn ihr hier Kopfhörer anschließt, was übrigens mit zwei Kopfhörern möglich ist, da könnt ihr dann den ganzen Klavierklang bzw. Flügelklang so genießen, als würde es aus dem Flügel noch rauskommen. Ist wirklich fantastisch, müsst ihr mal ausprobieren, wenn er vorbeikommt. Das klingt richtig, richtig cool. Wie ihr schon seht, haben wir hier von der Flügelform her einen kleinen, in Anführungsstrichen, Stutzflügel, ist sogar noch ein bisschen kleiner als ein Stutzflügel, den wir auf und zu machen können. Das werdet ihr jetzt nicht auf der Aufnahme hören, weil wir direkt aus dem Klavier gehen, aber wenn ihr da wieder, ich sag's immer wieder, vorbeikommt und euch das anhört, werdet ihr merken, dass das ein ganz, ganz großer Unterschied ist. Das heißt also, ob ich jetzt nun mit dem offenen Flügel oder mit dem geschlossenen Flügelspiele, das ist schon ein dramatischer Unterschied. Und also das heißt, also diese ganzen Resonanzen, die werden einfach so ein bisschen abgedämpft durch den Deckel, was einfach dieses Spitze rausnimmt. Und wir haben jetzt hier dann also so einen sehr, sehr romantischen Klang, sehr, sehr abgedämpften Klang, was einfach nochmal Möglichkeiten gibt, mich als Pianisten auszuleben. Wir haben auf der linken Seite ein Touch-Display, wo wir alle Einstellungen machen können, die das Instrument bietet. Das heißt, wir können auf Knopfdruck auf den CFX und auf den Bösendorfer wechseln. Wir können aber auch insgesamt 52 Klänge und 14 Drumsets uns hier quasi anhören oder halt eben auch spielen. Und wir haben hier auch Forte-Pianos drin. Vier Stück insgesamt, darunter halt eben sowas wie ein Mozart- oder Beethoven-Piano. Das können wir uns einfach mal anschauen. Und zwar habe ich jetzt hier auch nochmal ein Feature, was es hier in der CLP-Serie bei dem 795 GP gibt. Habe ich ein Tablet angeschlossen und dort kann ich alle Einstellungen, die ich hier auf dem kleinen Display mache oder auf diesem kleinen Touch-Display mache, auch mit einem richtigen Tablet machen. Es ist die Smart Pianist App. Wenn ihr das Ganze aufmacht, kommt ihr zum ganz normalen Piano
Bildschirm, wo dann dieser CFX ist. Und dort können wir halt eben auch virtuell einmal Flügelklappe auf oder Flügelklappe geschlossen. Das heißt also, was wir hier auch eben gerade physisch machen konnten, können wir jetzt hier auch nochmal virtuell machen. Das heißt, das konntet ihr jetzt mit Sicherheit hören. Dann, wenn wir einen weiter swipen, kommen wir zum Bösendorfer, der nochmal deutlich länger ist und nochmal so ein etwas, ja, wie der Name schon sagt, böseren Klang einfach gibt. Wir haben hier noch diverse andere Flügel, die möchte ich aber jetzt nicht anspielen, weil ansonsten wird das Video einfach zu lang. Aber was ich euch auf jeden Fall zeigen möchte, hier noch im Piano Room, ist, dass wir den Hall ändern können. Wir sind jetzt gerade in einer etwas kleineren Halle, wo schon etwas Atmosphäre mit drin ist, so ein bisschen Hall mit drin ist. Aber wir können uns auch in die Kathedrale stellen und dort haben wir einen viel, viel größeren Raum, was einfach nochmal mehr Möglichkeiten bietet, den Sound so zu kreieren, wie ich das haben möchte. Das heißt, für so ganz, ganz feine Sachen mag ich es einfach sehr gerne, wenn da sehr viel Hall drin ist, sehr viel Atmosphäre. Und so kann ich mich halt eben ausleben. Es gibt noch hier noch Club oder beziehungsweise Off. Das ist dann super trocken. Quasi nichts mehr an Hall da. Ich mag die Kathedrale oder halt eben auch die Concert Hall sehr, sehr gerne. Wir bleiben noch mal kurz im Piano Room. Und dort ist es dann halt eben so, dass wir auf der oberen Seite dann auch noch mal alle möglichen Einstellungen machen können, die auch ein Klavierstimmer machen würde. Das heißt, wir können hier die Helligkeit, das heißt also, wie gedämpft oder hell die Hammerköpfe auf die Saiten anschlagen, wir können Saitenresonanz mit rausnehmen, wir können Dämpfergeräusche mit ein- oder ausschalten, wir können Halbpedalpunkt machen, also setzen, wo wir ihn haben wollen, wir können Klangkörperresonanzen, den Anteil weiter raus oder halt eben weiter reindrehen, das ist schon alles sehr, sehr, sehr fantastisch. Ich lasse das jetzt einfach erstmal so, wie Yamaha das halt eben haben möchte. Und wollte euch auf jeden Fall noch die Forte-Pianos zeigen. Und zwar ist das der zweite Punkt. Und dort haben wir dann zum Beispiel den Mozart, das Mozart-Piano. Ich bin jetzt kein Klassikspieler, bitte seht es mir nach, aber es klingt so. Das heißt also, auch wenn ihr halt eben etwas ältere Sachen spielen möchtet und halt eben diesen speziellen Klang haben möchtet, könnt ihr das hier tun. Wir gehen zurück auf den CFX Grand und gehen nochmal so ein bisschen auf das Piano an sich ein. Wir haben hier im Korpus insgesamt 2, 4, 6 Lautsprecher, die nach oben rausgehen. Nach vorne gehen noch welche raus und nach unten wird einfach nochmal ein bisschen Bass mit abgestrahlt. Und das hat einfach zur Folge, dass wir hier in diesem gesamten Raum, und ich bin jetzt hier ein bisschen über die Hälfte von der Lautstärke, einfach einen verdammt, verdammt guten Klang haben. Also das ist, als ich den ausgepackt habe und wir das erste Mal den angemacht haben, hatte ich den fast auf voller Lautstärke und wäre hier fast am Hocker gefallen, war das wirklich so laut und aber dann immer noch in der Lautstärke richtig gut ist. Das heißt also, hier verzerrt nichts, keine Box ist hier irgendwie am Zerren oder ähnliches. Und das ist einfach, das spiegelt einfach diese Qualität von diesem Flügel wieder, dass ich hier einfach auch mal komplett die Lautstärken auffahren kann und immer noch einen glasklaren Klang habe. Und auch gerade so diese ganzen.
Lautstärkeveränderungen von der Fortissimo zum Pianissimo sind hier auch über diese Boxen einfach wunderbar zu hören. Das Ganze gibt es in Schwarzhochglanz und in Weißhochglanz. In anderen Farben gibt es dieses Instrument nicht. Und ich sag mal, es ist wirklich einfach aufzubauen. Es sind drei Beine, die Lyra unten drunter und es ist fertig. Das heißt also, da braucht man auch keine Angst haben. Das ist wirklich einfach aufzubauen. Das soll es jetzt schon fast gewesen sein. Natürlich, ich habe hier Bluetooth drin, ich habe hier mehrere Möglichkeiten, um halt eben zum Beispiel ein Layer oder ein Left Hand nochmals im Bass mit dazu zu machen. Ich habe theoretisch alle Möglichkeiten, die ich beim CLP 785 habe. Das Video verlinke ich euch oben nochmal, ist ein bisschen älter. Dort habe ich auch alle Möglichkeiten, die ich dort habe. Zusätzlich nochmal halt eben mit diesem wunderbaren Klang von der GP-Serie. Ich verabschiede mich schon mal und möchte einfach nochmal so ein bisschen auf diesem Instrument spielen. Kommt vorbei, testet es aus und ich sag mal bis denn. Ciao.